Da oben leuchtet irgendwie was. Stecker. Du kannst nicht keine weiteren Gegenstände mit D führen, okay. Feuer. Hier oben hängt noch was dran. Eine Warnung. Warnung. Der Mechanismus der Zugbrücke ist äußerst empfindlich. Eine Reparatur durch den Schmied ist erforderlich. Mit Vorsicht Hand zu haben. Okay. Was für eine Zugbrücke? Ach, da. Lass mich raten. Lull. Was war denn das gerade für ein Zeichen? Stand da nicht eben was? Meine Güte, endlich weiter geht's. Ach, deswegen war die. Deswegen hat diese Flamme hier eben geleuchtet, diese grüne. Eine Laterne. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Gegenstand. Eine Laterne hilft wahrscheinlich mehr. Ach, schade. Die brennt auch bloß runter. Okay, eine Laterne ist genauso günstig wie eine Kerze. Ein Öltopf. Ein Ö Jo. Alles klar. Ein Öltopf. Alles klar. Sehr cool. Okay. Ich hab doch gerade irgendwas laufen hören, oder? Ach, da hinten. Seht ihr da hinten? Hinten im Tor steht die Ratte. Und bewegt sich da. Da hinten da. Läuft der jetzt hin? Nirgendwo hin? Was hat man hier für eine Tür? Okay, Janusz, das ist einfach nur ein Holzbrett. Aha, die Ratte könnte mich sehen. Ah, okay. Gut, kenne ich. Okay, nehmen wir aus dem Trailer. Ja. Okay, wo läuft denn jetzt noch eine Ratte? Ach, da oben. Um Gottes Willen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir unten an der Ratte vorbei. Also BSG und Metagaming ist ja nicht schön, ja, meine Lieben. Aber wenn es mal nicht anders geht, ja, muss man auch mal einen Trailer zu. Lalala, ich warte nicht. Ach, der steht da unten irgendwann wieder auf. Du Schäße. Natürlich ungünstig, wa? Passlagerschlüssel. Ja, der war natürlich jetzt schlau. Jo. Ramazamba Dude. Einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich dir. Hallöchen. No. Da sind wir dabei.
Okay, die ersten Wörter kann ich nicht lesen. Ich sehe da irgendwas von Micha. Ach, Viva la Micha. Ja, ich trinke mal. So, haben wir die Stelle haben wir jetzt veräumelt, oder? Haben wir die jetzt veräumelt? Ich habe nämlich den Fehler gemacht. Ich hätte ja... Na, das sollst du nur wieder wissen, dass die Ratte da unten irgendwas bei sich trägt, was du brauchst. Okay. So, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich habe ja kein Fass mehr hier oben. Erstmal verstecken wir uns und machen mal kurz einen Speicherpunkt. Nee, ich mache hier keinen Speicherpunkt. Ich bin ja schön blöd, wenn ich jetzt einen Speicherpunkt mache. Hallo. Schwingtürschlüssel. Nein! Leider. Dummerweise müssen wir. Ich glaube, wir müssen. Ja. Neues Spiel starten? Nee, Spiel laden. Ja. Hast du mal einen Speicherpunkt irgendwo? Vor 47 Minuten. Welche Stelle ist denn das? 18:32. Könnte das sein, wa? Schön unten durchgeflutscht, wa? Oh no, oder? Das war doch nicht die letzte. Das war doch nicht die letzte Speicherstelle. Uhr. 18:17. 18:32. Oh, jetzt. Ich hab doch einen ganz anderen Speicherpunkt gehabt, Mann. Alter, ich bürge, war ich bürge. Jetzt sitzt die wieder da hinten. Ja. Hat man mit der dummen Ratte jetzt was gemacht hier? Nee, war. Die haben wir sitzen lassen. Banner? Dafür brauchst du eine Kerze. Warum soll ich denn jetzt Banner anbrennen? Dann wacht der da auf da, oder? Wir gucken mal, wo die andere Ratte ist, ja? Also wenn die andere Ratte jetzt eingesperrt ist... Apropos, warte mal, Banner. Kann es sein, dass wir die Banner alle abfackeln müssen und gibt es dafür einen Erfolg? Aber wir lassen das mal an der Stelle, so wie das ist, ja? Die schreiende Tür, ja? Aha, okay. So, aha. Stuhl. Stuhl. La 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 la. So, Schlüssel.
Hallo? Bitte einmal hoch. Danke. Hä? Warum nimmt der den Schlüssel nicht? Oh, ich stand nicht direkt drunter. Ehrlich jetzt? Meine Güte. So, Becken. Nee, jetzt wie. Wir speichern, wenn wir da unten sind. Ja, wir speichern, wenn wir unten sind. Wir merken uns die Uhrzeit und dann schauen wir mal, ob das was wird. So. Hier war nichts weiter. Hier ist das mit der. Okay. Stöcker. Okay. So, hier war das. Hier stand das mit der. Mit der. Mit der Schwingbrücke drauf. So, packen wir noch einen Stock ein. Laterne. Okay. So, wir machen da jetzt noch, wir füllen die Laterne noch auf. Und dann steigen wir mal in die Truhe. Und machen wir einen Speicherpunkt raus. Okay. Keine Ahnung, die Lampe ist voll. Ist aufgefüllt, okay. Speichermenü. Aha. Spiel speichert. Und schnell Speicherpunkt Uno hinterher. Sicher ist sicher, wa? So. Jetzt geht's los hier. Ich weiß trotzdem noch nicht. Ich weiß nicht. Warum die Ratte unbedingt das Ding da auf den Kopf kriegen soll. Beziehungsweise, was ich denn da unten soll. Weil ich habe ja den Schlüssel nicht für diese Tür. So, die Ratte da oben, die da oben läuft, die läuft da einfach nur. Also, ich brauche ja einen Schlüssel, um da unten durchzukommen. Jetzt ist die Frage, Tür verschlossen, ja. Fasslagerschlüssel. Wo kriegt ihr den Fasslagerschlüssel her? Wahrscheinlich brauche ich den Fasslagerschlüssel, um in die Tür reinzukommen, um dann den Schlüssel für da unten zu bekommen. War das jetzt intelligent gedacht? Nee, oder? Da hängt ein Schloss an der Tür. Aber wo ist der Schlüssel? Die Ratte hat... Ah! Jo! Die Ratte hat den Schlüssel am Gürtel. Wo jetzt die Frage ist, hat die den Schlüssel für die Tür unter mir? Oder? Ja. Taschentuch. Tja, da muss die Ratte wohl ein Schläfchen machen. Hat sie und sie wird nicht kapieren, was los ist, weil ich die Tür wieder zugemacht habe. Genau, jetzt guckt sie erstmal doof. Genau, vorbei. So, bei der Ratte gucken wir mal gleich, wenn sie sich umdreht, wo es lang geht.
Aha. Da ist eine Truhe. Nein, 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 nein. Ah. Nein, nein, ah. Nicht verstecken? Wieso nicht? Mach doch jetzt nicht so was. Oh. Meine Ausdauer ist einfach nur im Po. Ich bin so hin. Ich bin so hin. Leute, von heute. Habt ihr das gesehen, dass die Ratte läuft weiter? Ja. Obwohl ich achte. Achte. Ja, 4 Uhr so. Das Taschentuch einer Wache. Brauchen wir wahrscheinlich unbedingt. Schlüssel. Der Schlüssel für die schweigende Tür. Okay. Inventar. Haben wir noch mehr? Werkzeug haben wir noch was gefunden. Öllampe. Jo. Stöcker. Das war knapp. Ja, auf wie. Oh. Erste dramatische Stelle für heute. Schlafen. Warum schlafen? Nachtkopf. Verschlungene Herzen. Oh, ein Buch. Hier ist eine Karte oben drauf. Schicksalskarte. Sobald du eine Karte von deinem aktuellen Standort hast, kannst du mit LB halten, um schnell auf sie zuzugreifen. Du kannst dir deine Karten auch über dein Inventar ansehen. Aha, Käse! Häftlingslogbuch. Okay, 2 Seiten können wir lesen. Das Logbuch wird sorgsam geführt. Jawohl, 12.04. Wilhelm Staud wegen. Was? Hast den Diebstahl zu 5 Tagen Verlies verurteilt. 12.04. der berüchtigte Pirat Otto Pulverfass. Haben wir? Ja. Wird wegen Todesstrafe im Verliesburg in Gewahrsam gehalten. Die Hinrichtung. Die Hinrichtung wird innerhalb von 2 Tagen ausgeführt. Der nächste Eintrag steht sehr schluderig aus. Der nächste sieht sehr schluderig aus. Er wurde offensichtlich von jemand anderem geschrieben. Jetzt steht in Klammern, sollte das jetzt der Geschichtenerzähler sein? Pirat. Okay. Und gehängt. Okay. Befehl des Captains. Dieser Eintrag ist wieder sehr sorgfältig verfasst. Ach so. Aus seiner Zelle verschwunden. William Staud. Wer ist denn William Staud? Verschwunden. Ist durch und durch rätselhaft.
Wahrscheinlich ist Erde, den wir oben auf dem Dach treffen müssen. Stürmische Gewässer. Eieieiei. Nichts drin. Was ist das? Öltopf. Deine Laterne. Ach so. Okay. Stuhl brauchen wir jetzt erstmal nicht. Bin jetzt gerade am Überlegen. Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Nahrung. Haben wir Käse dazu bekommen? Okay. 12.07 p.m. Läuft hier eine Uhrzeit mit? Muss ich abends schlafen gehen? In dem Spiel? Bücher. Stürmische Gewässer der Verliese von Arno Ringal. Eine Karte des Verlies der Burg und ein gewagter Roman mit dem Titel Verschlungene Herzen. Oh! Na, gucke mal da. Aha. So, so wie es aussieht, waren wir überall drinne. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir etliche Schlüssel nicht gefunden haben. Und bin... Ich denke schon, dass noch Türen sind, die man hätte betreten können. Okay. Neue Gegenstände. B. Achso, nee, das ist die Anzeige. Okay. Schließen auf B. Okay. Türhebel. Ah ja, das war die Tür. Hier kommen wir raus. War das so, ja? Sind wir jetzt raus? Was? Der Burghof. Sehr schön. Eine Karotte nehmen wir natürlich gerne mit. Ein Stück Apfelknietsch nehmen wir auch mit. Ist es zu laut? Nee, war es okay. Okay, der scheint mir wohlgesonnen zu sein, der Schmied. Oh, guck mal, eine Blume. Eine Blume. Nein. Dein Blumenbuch wurde... Genau. Nein! Das Ding. Ach, Raimine. Ach, Raimine. Natürlich ungünstig gerade, wa? Nein! Es sah so gut aus. Es sah so gut aus. Diese Türnamen sind ja auch interessant, ja, wa? Wo war denn der? Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Der steht da oben rum. Okay. Okay. Dann stell mich mal hier hin, dann sieht der mich vielleicht nicht, wenn ich mit dem rede hier. Hallo, große Maus. Alles klar, Maus? Ja, guten Tag. Redest du mit mir? Wir sind mal freundlich, oder? Kann ich dir irgendwie helfen? Oh, die ist aber freundlich, die Ratte. Was meinst du damit? Du siehst ganz schön verloren aus, als suchtest du auch du nach Antworten. Für ein paar Florinen würde ich dir vielleicht die eine oder andere Sache verraten. Also wer jetzt dazu gekommen ist, diese Florin oder Florin,
Das sind Geldstücken, ja? Wir könnten jetzt so Fußnote klicken, aber wir wissen ja jetzt schon, was das ist. Schieß los, frag mich etwas. Ich hab dem noch eine Arkaniadie, oder? Okay. Ich suche meine Frau Mera. Hast du sie gesehen? Kannst du mir sagen, wie du heißt? Wir fangen mal oben an. Hm? Das kostet 2. Das ist mir wert. Wenn sie ein Gefangener ist, dann ist sie nicht hier. Warum nicht? Wo könnte sie sein? Weiß nicht. Jetzt sag nicht, du brauchst noch mehr Geld. Gut, sonst noch was? Ja. Schieß los, frag mich etwas. Kannst du mir sagen, wie du heißt? Ist unwichtig. Ich bin leider knapp bei Kasse. Kannst du mir nicht irgendwie anders helfen? Dieser Ort ist das reinste Labyrinth. Kannst du mir helfen, mich zurechtzufinden? Die Antwort könnte teuer werden. Es gibt ein paar Dinge, nach denen ich suche. Kannst du mir helfen? Ich hab da mal eine Frage. Wir nehmen mal den. Vielleicht kann er uns anders helfen. Schon, vielleicht kannst du stattdessen etwas für mich erledigen. Es tut mir leid, das kann ich nicht tun. Also was soll ich für dich tun? Natürlich. Einer meiner Hämmer scheint Beine bekommen zu haben. Das ist natürlich ungünstig, wa? Ich kann es nicht beweisen, aber ich würde mich nicht wundern, wenn die beiden Langfingermäuse in den Arrestzellen etwas damit zu tun hätten. Arrestzellen. Die Langfingermäuse. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du ihn mir wieder zurückbringst. Schauen wir mal, wa? So, jetzt wird natürlich notwendig, den Kollegen da oben erstmal irgendwie loszuwerden, wa? Da steht er wieder. Ich hoffe... Achso, also er hat mich nur gesehen, weil ich am Brunnen war. Hier sieht er mich jetzt nicht. Arrestzellen sind meistens im Keller, oder? Was sagt ihr dazu? Aha, ist ein Ausguck oder sowas? Passierschein. Habe ich jetzt nicht gesehen, dass der da liegt, aber gut, nehmen wir mit. Ach, der war in dem Schubfach drin, ne? Panzer, maschiger Gesichtsschutz. Jetzt sieht's ja los. Was, die A38? Vielleicht kosten manche Fragen mehr als andere. Was ist denn jetzt die A38, Jessie? Wache. Eine Plattenrüstung aus Eisen, die standardmäßig allen Mitgliedern der Rattenwachen ausgehändigt wird. Die Wachen von Burg die Ruin operieren unter einem geheimen Kodex. Trage diese Montur, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Die komplette Rüstung besteht aus Schaller, panzermaschige Gesichtsschutz, den haben wir jetzt gefunden, Brustpanzer und Schulterplatten, Bauchreifen, Beinschienen. Alter, bitte suchen Sie dieses Passierschein A38. Ja. Haben wir das nicht letzte Woche Sonntag im Beat Saber Stream gehabt? Den Passierschein A38? Hatte ich direkt, okay. Gut, das heißt, wir könnten also jetzt, wir haben ein Rüstungsteil bekommen. Bücher. Der Passierschein Besserstraße. Ach, da steht sogar was drin. Auf Anordnung des Rats der Roten Pforte. Der Roten Pfote.
darf der Träger dieses Dokuments die Pesa-Straße, Pesa-Straße, Entschuldigung, sicher passieren, unbeschadet und unbehindert, als wäre der Schwanz des Reisenden der des Barons höchstpersönlich. Wow, hier steht, alter, stürmische Gewässer. Und schon seit Jahrhunderten Ostufer des Verlies einst für einen lang vergessenen Zweck errichtet. Den haben wir heute, den haben wir zum Anfang schon gelesen, den Text, oder? Das einst prachtvolle Bauwerk, jo. Hä? Romantitel verschlungene. Ach, Jemine. Jetzt hat jede Blume auch noch einen Text. Oh. Sorry, Leute. Das hab ich ja jetzt völlig verplant. Sing das Lied von vergifteten Kelch, denn wie steht das danach? Von seinen Thron herab und die zarte Maid, die dort stand voller Leid. Meine liebste Mera, ach, ich bitte dich, du, wie dir genießen, du staube dich nicht. Es muss nicht von Herzen kommen, muss es nicht. Bläht der Bade in erheblichen Angesicht. Doch die Maid wollte nicht singen und ihr Schweigen schwoll an. Wildes Gezeter hörte man, den Hofe durchklingen und ihre Tortur begann. Das ist jetzt, alles klar. Bitte, was haben wir jetzt verpasst? Was haben wir verpasst? Basti! Dankeschön! Du alter Hosti! Alarm! Vielen lieben Dank für den Host. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Dankeschön. An den Raid so, ja, ein Raid. Micha, kennst du deine eigenen Songs nicht? Vielen lieben Dank für den Raid. Dankeschön. Was habt ihr schön gespielt? Raid. Wir spielen Ghost of a Tale. Die kleine Maus Thilo sucht seine liebe Frau. Einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Hallöchen. Also krass, war. Wir hätten das alles lesen müssen. Könnt ihr mir das nicht sagen? Das ist unser kleiner Thilo. Und da ist schon die nächste Rüstung. Bisschen Far Cry 5 auf der Xbox. Sehr cool. Ich warte ja noch auf Far Cry VR, wa? Das würde mich ja denn jucken. Das Spielchen. Hier ist die Karte. Die interessiert uns nun nicht mehr. Hier haben wir reingeguckt. Den Passierschein haben wir uns angeguckt. Mysteriöse Nachricht, die auf Munianisch geschrieben wurde. Deine Muttersprache. Hilf mich um, ach, das war das Ding. Okay. So, wir lesen. Leute, wir machen das noch. Wir lesen noch den Text zu den Blumen. Ja? Das ist wichtig und gehört zu der Story. Ja? Die erste Blume hatten wir gelesen, die zweite Blume. Das letzte Dorf lag seit 2 Tagen hinter euch und du spürtest, Meister Levelin, würde es nicht mehr bis dahin schaffen. Also betest du ihn in den Handkarren und eilst weiter. Alter, Micha, Junge, lern lesen. Nein, entschuldigt bitte, aber das ist nicht gerade einfach zu lesen. So der eine oder andere Kringel stört mich schon, um flüssig lesen zu können, aber ist egal. Ein junger Bahnlehrling, allen in ein Königreich, das du bisher nur aus Liedern kanntest. Weiter ging es in Richtung der Hügel, über zerfurcht Straßen, durch Furten, immer weiter, bis der Weg steil und rutschig wurde, bedeckt mit Moos und nass vom Regen. Und dort hinter dem Hügel, zwischen farbenprächtigen Feldern voller Blumen, lag ein Dorf. Hamel, eine Insel in einem Meer aus Gold. What?
So, Blume 3. Sie gewährten euch Zuflucht. Eine Witwe wandert in solchen Dingen, bereitete einen Tee aus Holunderkraut zu. Und das Fieber deines Meisters zu senken. Du wolltest ihnen die wenigen Münzen geben, die du mit dir trugst. Doch die Mäuse von Hamel, wollten nichts davon wissen. Aber sie akzeptierten deine Hilfe und den Feldern, da zu vielen Mäuserie das Dorf wegen der Kupfermine verlassen hatte. Lange Sätze, krass geschrieben. Nach Sonnenuntergang baten sie dich zu spielen. Du sangst von fernen Orten, von denen sie noch nie gehört hatten und die sie niemals sehen würden. Also das ist in dem Punkt jetzt ein bisschen ungünstig. Nein, nicht ungünstig, aber mal liest du in der dritten Person, mal liest du in deiner eigenen Person, mal in der Person der Mäuse von Hameln anscheinend. Ja, also das Spielen und Sangst von fremden Orten, das bist du jetzt selber mit deiner, nicht Gitarre, sondern mit deiner Zumpfe-Wumpfe da. Nahrung, Karotte, Kleidung. Das heißt, Gesicht, können wir das anlegen? Okay, was hat mir das jetzt gebracht? Nichts, oder? Doch. Guck mal. Hier können wir auch noch was anlegen. Du kannst das nicht ablegen. Ach so, das habe ich an. Ach so, Entschuldigung. Okay. Ich mittelmäßig verstanden. Okay, Mission. Der Ausbruch. Gelange auf den Wachturm. Achso, das fehlt uns auch noch. Also wir sind noch nicht durch. Sammel die Blumen. Der Schmiedehammer. Eine Maus in Rattenkluft. Okay. Augen auf, meine Lieben. Augen auf, meine Lieben. Boom, 300, Stufe 1. Also ihr seht, anscheinend müssen wir auswählen, schließen, okay. Verlassen, Burgruine, okay, auch nochmal lange Texte. Wahnsinn, oder Wahnsinn, die Texte. Okay. Überlegt mal, ja. Charaktere, ja. Captain Otto Pulverfass, das ist der erste oder der einzige, den wir gefunden haben. Einen Charakter haben wir schon übersehen. Dann haben wir hier Texte zu Orten. Dann haben wir hier Gegenstände. Ja. Dann haben wir hier Gruppen, kommen denn noch dazu. Dann haben wir hier Ereignisse. Ja. Flutschige Flunder. Und Diverses. Krass, oder? Und die wollen mir hier mit 15 Stunden kommen? What? Na gut, vielleicht, wenn man nicht so viel palabert.